herzlich willkommen beim Filmdialog. Heute mal wieder eine Solo-Folge. Heute geht es mir um Yakuza Graveyard. Yakuza Graveyard ist von dem Mann Kinji Fukasaku. Kinji Fukasaku, der Name wird einem was sagen. Der hat einen Film gemacht, das Genre hat bis heute weniger im Film Relevanz erhalten, beziehungsweise der Film ist relevant, aber nicht der relevanteste heutzutage mehr. Das Genre hat aber auf den Konsolen sehr viel Wellen geschlagen, nämlich Battle Royale. Kenji Fukasaku hat Battle Royale gedreht, den zweiten auch. Dann ist er leider gestorben an Krebs. Und ihm wurde auch von Quentin Tarantino Kill Bill 1 gewidmet. Weil er gilt als der, also wirklich der Erschaffer des Yakuza-Genres und auch der absolute Meister. Was bei uns der Pate ist, ist in Japan der Yakuza-Film. Und deswegen wollte ich heute mit euch Yakuza Graveyard besprechen. Ein Film, der von seinem Cover und seiner ganzen Aufmachung her sehr an einen billigen Actionfilm erinnert. Und ich dachte, ach, das wird sowas wie ein Polichetto oder prinzipiell wie so ein Actionfilm aus den 70ern, so ein bisschen langsamer, ein bisschen mehr Story. Hab ich mich geirrt. Das war ein langsames Drama. Und dieser Film begründet den Start des Yakuza, prinzipiell Gangster-Genres, in Japan. Und das merkt man dem Film auch an, dass der einen Trend gesetzt hat. Es geht nämlich dann, wie es immer in so einem Film ist, man hat den einen Cop, der gegen das System ist und sich bei einer Gangsterbande einschleust. Und bei dieser Gangsterbande stößt er dann auf viel Widerstand. Und er weiß nicht, ob er den Leuten vertrauen kann. Und klingt ja ein bisschen wie die Pate. Wisst ihr, was das Problem daran ist? Der Film hat all das gemacht, aber im Gegensatz zu Departed hat er sich nämlich eine Sache getraut. Er schleust sich da nicht heimlich ein. Er nimmt aktiv daran teil und ist wissentlich sozusagen er ist kein Schmiergeldempfänger, weiß aber von den Tätigkeiten der Yakuza. Es gibt zwei Yakuza-Clans, die gegeneinander rebellieren und die Polizei muss nun eingreifen. Also freundet er sich mit dem schwächeren Clan an und versucht die natürlich dazu einfach zu bewegen, praktisch gesehen, dass sie sich von dem größeren Clan doch einfach aufsaugen lassen sollen und sich mit dem zusammenschließen. Das lehnen die aber rigoros ab und nun beginnt ein zweiter Film, nämlich ein Liebesdrama. Es geht darum, dass aus dem Clan, bei dem er sozusagen vorgesprochen ist und eine Lösung vorgebracht hat, der Kassenwart, die Dame, die der Kassenwart ist, hat auch einen Mann in der Yakuza, der ist leider aber im Gefängnis. Er ist die Nummer 2. Jetzt fährt er mit ihr zusammen die Frau besuchen. Der verstößt sie, weil sie kein Harakiri begangen hat, weil er im Gefängnis ist. Und sie wendet sich von ihm ab und kommt nun mit unserem Hauptcharakter zusammen. Der aber mit einer anderen Frau zusammen ist, die ihm aber nur am Hals hängt, weil er den Mann erschossen hat. Unser Hauptcharakter ist wirklich kein sympathischer Typ, zeitweise. Und das ist ganz wichtig. Es wird geschafft, einen wirklich komplexen Hauptcharakter zu erschaffen, mit interessanten Facetten. Er hat zu allem eine Meinung, er ist sehr wie der Dirty Harry Charakter. Er hat seine Ideale, er glaubt an Recht, er glaubt an Gerechtigkeit, er tötet nur aus Notwehr, ist aber sehr schroff und hart. Aber im Gegensatz zum Dirty Harry Charakter, während das ihn ja sehr gut eint mit Dirty Harry, hört er auch gerne Musik, singt viel. Das sind alles Sachen, die nicht wirklich zusammenpassen. Das macht das aber sehr interessant, ihm einfach zuzugucken, weil er ist ein ziemlicher Badass, würde man sagen. Der Film beginnt damit, dass ein Mann auf der Straße niedertritt, weil der ihn angerempelt hat. Er wirkt aber nie wirklich überzeichnet und das macht wirklich die Rolle aus. Und dieser Charakter muss jetzt diesen Yakuza-Krieg sozusagen überleben. Und da, wo der Film wirklich interessant wird, bis dahin plätschert er ein bisschen, ist einmal, dass er einen der Laufburschen erwischt und sozusagen ein bisschen unter seine Fittiche nimmt. Ja, und das ist eine der besten Szenen, die einen wirklich berührt, weil natürlich schleppt er ihn zu der Kneipe der Mutter vom Aushilfsgangster sozusagen.
Und dann sitzt dieser Cop da und man erwartet so eine etwas langsame Szene. Nee, das wird ein Humorfest sondergleichen. Am Ende wird es doch todtraurig. Und das ist eine Szene von 5 Minuten, die wird man nie vergessen. Also wirklich fantastisch. Ja, und zum Ende hin befreundet er sich mit einem der großen Schläger aus der kleinen Yakuza-Gruppe. Und jetzt geht es auf der zweiten Hälfte nämlich vielmehr um die Polizeikorruption, die anscheinend diesen Krieg weiter mitfinanziert und helfen soll, die kleine Yakuza-Gruppe zu unterjochen. Und nun entspinnt sich so eine dramatische Geschichte. Wirklich ein richtig guter Film. Er sagt halt viel über, es geht halt sehr viel über Ehrgefühl, über eigene Meinung, über bis wie weit kann ich meinen Punkt vertreten, weil es geht nicht darum, das Böse zu zerschlagen. Die Yakuza wird sehr stark als Grauton in der Gesellschaft dargestellt. Eher als sehr ehrbare Menschen mit gesellschaftlicher Fehlleitung, wenn man es ausdrücken wollen würde. Das macht die Sache sehr interessant, weil sowohl die Polizei wird nicht gut dargestellt, als auch die Yakuza. Und Graveyard heißt der Film, weil die ganze Zeit gestorben wird. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass es irgendein Charakter, außer unserem Hauptcharakter, durch den Film schafft. Hervorragender Film, wirklich ein Klassiker, den leider kein Mensch kennt. Bitte guckt euch Yakuza Graveyard an. Wie immer, die Rapid Eye Movies Veröffentlichung ist fantastisch. Was sonst noch zu erwähnen ist, der Hemdenstil. Ich fasse es mal mit den Worten zusammen, nur floral ist legal. Wirklich, die Hemden sind toll, der Film sieht schön aus, schöne Bilder, ein richtig toller Soundtrack. Ist eigentlich alles toll. Also der Film hat wirklich keine Probleme. 1-2 Längen, das würde ich vielleicht anmerken, aber ansonsten spannende Geschichte, tolle Charakter, alles ist toll an dem Film. Wirklich, man sollte ihn wirklich gesehen haben. Große Empfehlung, Yakuza Graveyard, Klassiker. Wirklich ein Klassiker. So, das war's. Guckt Yakuza Graveyard bitte. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei der Filmdialog. Bis dann.